Kitchener Norden liegt unsere Stadt, die starke Fußballspieler hat. In Garching spielt der VfR. Ja, wir sind jetzt angekommen im Vereinsheim. Die Jungs sind gerade am Feiern, aber bei mir steht Gerrit Arzberger. Gerrit, hallo. Hallo. Wie geht's dir momentan? Wie fühlst du dich? Du bist Meister geworden und aufgestiegen in die Regionalliga. Ist natürlich ein saugeiles Gefühl. Mit einem richtig geilen Abschluss, jetzt dass wir aufgestiegen sind und sogar noch. Ja, Entschuldigung, aber der Oliver Hock wollte unbedingt mal ein bisschen was preisgeben. Ich meine, Gerrit, das ist nun mal so, wenn man Meister wird, dann passieren solche Schabernacks. Was wolltest du sagen? Wie fühlst du dich? Ich fühle mich jetzt sogar noch besser. Nee. Also alles gut. Ist natürlich mega geil, jetzt Meister geworden zu sein, nach einer wirklich anstrengenden Saison, nach dem Abstieg und jetzt mit dem krönenden Abschluss, dass wir eben Meister geworden sind und sogar noch aufgestiegen sind. Es fühlt sich wirklich super an, kann man eigentlich nicht wirklich beschreiben. Ist wirklich mega geil. Und ich meine, lass uns mal kurz bei dir zurückblicken. Du verlässt ja den VfR Garching in Richtung deiner Heimat. Mhm. Du warst 4 Jahre bei uns, hast uns viele Jahre viel Spaß, aber auch viele Tore und viele Aktionen gebracht. Wie hast du die letzten 4 Jahre gesehen? Also, es war jetzt vor allem nach dem Spiel, was für mich persönlich sehr emotional, weil einfach die ganzen 4 Jahre eben nochmal hochgekommen sind. Es war eine mega geile Zeit mit wirklich geilen Typen. Also wir haben eine mega geile Mannschaft immer gehabt und das ganze Drum und Dran in Garching, also alle Funktionen und alle außenrum, das ganze Umfeld ist wirklich unbeschreiblich in Garching und deswegen war es auch wirklich eigentlich jetzt mit einem weinenden Auge, verlässt du den Verein, aber ich bin auch jetzt froh, mal wieder eine neue Aufgabe vor Augen zu haben und das. Ja, man merkt, dir fallen die Worte ein bisschen schwer, der Abschied ist halt schwer, aber kurze Frage noch, 4 Jahre hast du mit uns genossen, viel Spaß gehabt, wie du gerade gesagt hast, würdest du uns aber noch kurz ein paar Worte an unsere Fans oder auch an den Leuten, die du vielleicht danken möchtest, nochmal kurz 1-2 Worte richten? Also erstmal vielen Dank an das komplette Trainerteam, an die ganzen Nebenfunktionäre, wirklich alle haben alle an einem Strang gezogen. Der Verdienst von der Meisterschaft und von dem Aufstieg hängt an allen, also wirklich nicht nur an uns, sondern wirklich auch an dem kompletten Umfeld, die wirklich immer alles für uns gemacht haben. Da geht mein Dank raus wirklich an alle, die uns immer alles in den Arsch geschoben haben, also mal so gesagt, die wirklich alles immer für uns getan haben. Wirklich mega Leistung von euch, danke. Und an ganz Garching einfach danke für die geilen 4 Jahre. Tut mir leid, dass für mich jetzt ein neuer Weg einschlägt oder dass ich jetzt einen neuen Weg gehen werde. Aber es war eine geile Zeit. Ich denke, jetzt gerade ist ein richtig guter Zeitpunkt, um einfach Ciao zu sagen, weil wir jetzt eigentlich alles erreicht haben. Ja. Vorerst. Und deswegen ist jetzt wirklich gut. Und jetzt werden wir noch mal ausgelassen feiern. Jetzt kommt der Hölzchen nochmal vorbei. Jetzt man merkt, der eine oder andere vermisst sich ein bisschen mehr, wie es aussieht. Ja, dann bleibt mir ja nur eins zu sagen, auch vom VfR Garching, vielen lieben Dank für diese schöne Zeit mit dir. Vielen Dank für Patrick. Jetzt kommt der Nächste. Ich glaube, es wird jetzt eine richtige Kuscheleinheit. Also vielen lieben Dank dafür, dass du uns diese schönen 4 Jahre mit uns verbracht hast und wir wünschen dir natürlich viel Erfolg in deinem neuen Verein. Gerne. Viel Spaß dabei. Und genieß es. Bis dann. Ciao. Danke. Ciao.